Nach einem Remis-Quartett am Nachmittag ist auch die fünfte Partie des Bundesliga-Samstags unentschieden ausgegangen. Union Berlin und Schalke 04 trennten sich 0:0 in einer Partie ohne große Highlights, in der die Schalke eine Halbzeit lang ordentlich mitspielten, Union dem Siegtreffer aber näher war. Eiken, Spiegel: In der ersten Hälfte kombinierten sich die Schalker phasenweise gefällig durch besonders Nabil Bentaleb, der unter der Woche nach mehrmonatiger Suspendierung begnadigt und in den Kader zurückgeholt worden war, forderte und verteilte von der Zehnerposition aus. Im Angriffsdrittel fehlten dem Tabellenletzten dann jedoch die Ideen. Die Berliner Fünferkette ließ kaum einen ab. Union hingegen nutzte den wenigen Ballbesitz zumindest zu einigen Chancen. Taiwo Awoniyi schob den Ball aus 14 Metern Ralf Fährmann in die Arme. 40 Minute, ein Volley-Schuss von Christian Gentner strich aus gut 20 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei. 4 und Punkt dazwischen hatte Suat Serdar die beste Chance für die Gäste. Sein Fernschuss verfehlte das rechte obere Toreck knapp. 29 Punkt nach der Pause war die Schalker bei Sicherheit dahin. Union erspielte sich ein noch deutlicheres Chancenplus als im ersten Durchgang, aber Gioul Bojan Palou, 8 Awoniyi, 59. und Markus Ingwer TSN, 67. ließen beste Gelegenheiten aus. Für Schalke schlänzte Amine Arid einen Freistoß aus 20 Metern Entfernung über das Tor von Loris Karius. 6. Die beste Chance des zweiten Durchgangs hatte dann Ingwer TSN. Seinen Kopfball aus kurzer Distanz entschärfte Fährmann. 5. So blieb es beim torlosen Remis und beim Abwärtstrend beider Clubs. Union wartet seit 5 Spielen auf einen Sieg, Schalke seit 6 Spielen. In der Tabelle steht Union weiter auf dem 9. Platz. Schalke ist mit 8 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz Tabelle.